So, schönen guten Morgen, mein Hund und ich wollten euch Hallo sagen. Da habt ihr unseren Hund, das ist die Hanni. Ja. Die kennen das ja die meisten schon. Lucky traut sich ja nicht auf den Schoß, der kläfft einen nur frech an. So, ich habe ja gestern schon bei Facebook Bilder gepostet mit Jelly Blade und Hintergründen und Zeitschriften. Da wollte ich noch mal zeigen. Da hat man nur so ein bisschen grau-weiß. Da unten mit einer Zeitung und da oben nur, dass man so ein bisschen Hintergrund hat. Können wir uns noch überlegen, was wir da draußen machen. Dann hat man hier so auch so einen Zeitschriften-Hintergrund gemacht. Hier in Schwarz und Türkis. Sieht. Und das haben wir dann noch zum Schluss auch gepostet. Das ist einfach eine Seite aus einem alten Buch, die wir dann mit der Jelly Blade übertragen haben, und außenrum haben wir dann die Schriften gestempelt. Und ich hoffe, dass man sieht, embossed. Und ich wollte das jetzt ganz kurz zeigen, wie wir das gemacht haben. Und ganz wichtig im Vorfeld ist, ihr müsst, wenn ihr mit Zeitschriften arbeitet und Jelly Blade, unbedingt darauf achten, dass ihr gute Acrylfarbe nehmt. Also ich habe es jetzt mit Marabu ist sonst eigentlich ganz gut. Ich habe es mit der versucht. Ich habe es mit den Acrylfarben versucht von Action und von Teddy, die man so kaufen kann. Die sind alle definitiv zu flüssig. Also ihr müsst wirklich eine gute Acrylfarbe benutzen. Ich nehme ganz gern diese I Love Sachen her. Da habe ich ja auch das Masking Fluid und eben auch die Acrylfarbe. Damit habe ich es jetzt gestern mal gemacht. Ist eine hochwertigere Acrylfarbe und damit funktioniert es auch. Und der Punkt ist, man muss halt wirklich nach dem Motto gehen, mit der Farbe, weniger ist oft mehr. Und ich habe jetzt, also ihr könnt natürlich Zeitungen nehmen, die ihr wollt, Zeitschriften. Ich habe hier ein uraltes Reader's Digest genommen, weil ich das ganz witzig fand. Und das mit dem grünen Hintergrund, das war einfach, um auch eine Alternative zu zeigen, eben mit so einem Bild aus einem alten Buch, was, oder um, da geht es um Gewürze. Da habe ich so offene Seiten gehabt und haben wir gedacht, damit könnte man es doch auch mal probieren. Das machen wir jetzt dann auch. Also das wollte ich eben mal zeigen, wie das so funktioniert. Ich kann euch auch nur raten, Jelly Blade und unbedingt ein feuchtes Tuch, weil es ist Matsche, durch das, dass ihr auch mit der schwarzen Farbe arbeitet. Immer irgendwie ein Tuch da, damit ihr die Finger sauber machen könnt. Jetzt ziehe ich das ab. Man sieht es noch von gestern, das macht aber nichts. Könntet ihr jetzt zum Beispiel mit Paketband wieder runterholen? Mache ich jetzt nicht. Ich habe es drauf gelassen. So, dann nehme ich die Schwarz und wie gesagt, eben weniger ist mehr und schon habt ihr das Zeug auch an den Fingern, weil halt im Deckel sich das auch sammelt. Müsst ihr immer wieder den Deckel sauber machen. Habe ich jetzt gestern nicht gemacht. Darum habe ich es jetzt gleich an den Fingern. Und dann tut ihr hier so einen Ditch drauf. Kleinen Ditch hier hin. Nehme ich schnell ein Tuch. Macht es sauber. Nicht gleich wieder die Finger voll haben. Weil es sammelt sich halt hier doch in dem Deckel. Kann man dann weglegen. Möglichst irgendwo hin, wo der Hund nicht hinkommt, sonst hat der schwarze Füße. So, und dann braucht ihr eine Brayer, damit ihr die schwarze Farbe eben auch verteilen könnt auf die Jelly Blade. Dann verteile ich die so nach links und nach rechts und rauf und runter, dass überall was ist. Ordentlich. Dann könnt ihr das hier ist ganz normales Kopierpapier wie immer da abwalzen, dass die wieder so ein bisschen sauber wird. Dann schauen wir mal, was wir da nehmen.
was uns da gefällt im Reader's Digest, was wir als Seite hernehmen könnten. Ein schönes Bild. Sekunde, schauen wir da so durch. Irgendwas finden, was uns gefällt. Könnten wir das mit den Hunden vielleicht benutzen? Wartet. Drücken wir mal auf. Die Seite auch rauskriegen. Ich glaube, das ist 2 Jahre inzwischen alt. Keine Ahnung. Habe ich schon länger. Also ihr könnt natürlich jedes Magazin hernehmen, aber mir war es jetzt zu schade, da 14, 15 Euro auszugeben, nur um da ein paar Seiten rauszureißen. So, dann reißt ihr eben diese Seite raus und nehmt oder drückt die dann gut an. Ich schaue immer auch, dass ich in die Ecken komme. Überall. So, und jetzt stehe ich auf, weil ich da keinen Druck ausüben kann, keinen richtigen, wenn ich nicht stehe. Nehme meinen Brayer und gehe da nochmal drüber, dass ich das richtig andrücken kann. Nein, ich habe kein Zerranfeld gerade da, um die untere Seite von meiner Jelly Blade festzukleben. Die ist auf der Folie, wie immer. So, und jetzt ziehen wir das ab. Und da sieht das so ganz leicht, hat das jetzt übernommen. Und gleich zumachen. Schauen wir mal, wie es dann wird. Ihr müsst es kurz trocknen lassen. Ich bin in 2 Sekunden wieder da. Ich muss Isabel schnell, tu die Kamera auch weiter runter, schnell anders hinsetzen. Vorsicht, mein Schatz. Besser? Okay. So, bin wieder da. Bedeutet, wenn es jetzt trocken ist, habe ich nichts mehr am Finger. So, hier auch nicht. Dann probieren wir das jetzt mal mit dem Weiß. Ich glaube fast, das ist zu wenig geworden. Aber ist schon wieder zu viel von der Acrylfarbe. Macht aber jetzt nichts. Mal wieder runter. Nur, dass man es überhaupt mal sieht, können wir dann nochmal mit Schrift ausprobieren. Ich glaube, das war zu bunt. Ja, rüberschieben. Und wieder ein bisschen Farbe runter, weil sonst brauchen wir ewig, bis das dann getrocknet ist. Tun wir mal das Papier unten drunter weg. Halten wir es mal gegen das Licht. So, dann nehme ich mein Eck. Legen wir das an die Jelly Blade an. Und dann nehmt ihr ja wie immer das Claire Fontaine. Mit 90 Gramm, legt euch das hier so an, tut euch den Winkel wieder weg, und dann könnt ihr das festdrücken, bis zu den Ecken bitte. Und schon habe ich mein T-Shirt auch voll, wie immer halt. Mal richtig andrücken, schnell die Finger sauber machen. Und dann nehme ich jetzt, weil sonst brauchen wir ewig, den Föhn. Das kennen die meisten ja von mir schon, wenn ich mit der Jelly Blade arbeite, weil dann trocknet es schneller an und wir müssen nicht so lange warten. Sorry, wenn es jetzt laut wird.
zieht er das an einer Seite einfach ab. Ganz langsam. Und hat sozusagen, da sieht man die Kinder und das am Rand, was war, da oben ist das Auto und nochmal an der Seite, also man sieht es, kann man natürlich auch schöner machen. So, und wie ihr seht, ist die blitzeblank wieder, unsere Jelly Blade. Nochmal das Weiß weg, kommt nichts mehr runter, okay. Mache ich nachher, wenn ich fertig bin, das Video fertig ist, mache ich nochmal, mache ich die Prayer wieder sauber. So, jetzt machen wir nochmal zwei Klickse hin. Eins, zwei. Und schon bin ich wieder schmutzig, oben und unten. Bleibt leider nicht aus. So, verteilen wir wieder. Und es tut mir leid, dass ich jetzt stehe, aber ich sitze so weit unten und da ist mir das lieber, wenn ich im Stehen das mache. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. So. Schauen wir nochmal mit Schrift in der Zeitung. Wo habe ich meine Zeitung hingelegt? Da unten. Schauen wir nochmal, was wir nehmen könnten. Irgendeinen Schmarrn. So, nehmen wir mal was mit Schrift. Wie gesagt, tun wir wieder da drauf und wirklich feste anpressen. Weil sich ja die Acrylfarbe mit der Druckerschwärze verbinden muss, dass ihr ein Negativ bekommt, was dann auf der Platte zum Sehen ist. So. Gehen wir mit der Prayer nochmal drüber. Oder Game Prayer. Oder ganz schlicht in Deutsch mit der Walze. Und ziehen wir es hoch. Und sehen, dass wir nichts sehen. Also. War das nichts? Brauchen wir ein Bild? Müssen wir nochmal drüber? So kann es auch gehen. Nochmal ein Klecks hin. Schwupp. Nochmal verteilen. Dadurch, dass ich das Papier drauf hatte, hat er jetzt die Acrylfarbe komplett mit runtergenommen. Walze noch mal sauber. Nehmen wir ein bunteres Bild. Danach auch was sehen. So kann es gehen. So, nehmen wir ein buntes. Zwei Seiten. Weiß ich nicht. Nee. So, noch mal andrücken. Finger sauber machen. Nicht mit nassen Fingern drauf. Nehmen wir nochmal die Walze. Schauen wir, ob er das bunte Bild lieber mag. Kann passieren. Von der Seite. Da hat er das Schild und die paar kleinen seht ihr da an der Seite. Finde ich jetzt witzig. Tatsächlich ein komplett buntes nehmen. Glaub ich ja nicht. So kann es gehen. Das ist der typische Vorführeffekt. So. Gehen wir nochmal drüber.
Oh Mann, ich hoffe, ihr habt Zeit. Das kann passieren, wenn da zu wenig schwarz drauf ist oder bunt, dann geht's halt nicht. Man mag es nicht. So, letzter Versuch. Wenn das Schwarz unten drunter schnell weg. Nehmen wir das noch. Nehmen wir noch mal unsere Walze. Das muss halt wirklich trocken werden unten drunter, dass er sozusagen nicht nur die Farbe mitnimmt, sondern dass dann eben das Bild dann auch drauf bleibt. Aber wie ihr seht, funktioniert es halt hin und wieder oder auch nicht, so wie gerade. Jetzt müsste was drauf sein. Ja, jetzt habe ich das Richtige gehabt. Jetzt habt ihr da unten die Schrift auch drauf. Das schnell weg. Hände waschen, dass ihr das. Können wir auch kurz umdrehen. Jetzt müssen wir halt wieder warten, bis trocken ist. Ich gehe jetzt kurz mit dem Föhn drüber. Nur ganz kurz. Und schauen noch mal. Okay. Wir können da, wie ich vorhin, das Türkis zum Beispiel jetzt nehmen. Hatte ich ja auch auf dem einen. Ich sehe gerade, ich bin gar nicht im Bild. So, ist da oben so einen leichten Klecks. Nicht viel. Und dann mische ich das jetzt mit dem Weiß. Dann nehmen wir auch ein bisschen weniger wie vorhin. So, brauchen wir wieder die Walze. Gehen wir da unten entlang. Dann holen wir uns das Türkis. Wieder abstreichen. Und wieder bin ich voll, wie immer. Kleckselei, tun wir das Papier unten drunter weg. Das irritiert nur. Und das rüber. Nehmen wir wieder unser Eck. Holen wir uns wieder so ein Papier. Legen wir uns wieder an. Und dann wieder bis in die Ecken. Dass wir eben auch alles runterkriegen dann. Gehe ich noch mal wie immer kurz mit dem Föhn drüber. Müsste lang. Langt sich nicht mehr kühl an, ja, ist die Farbe unten drunter auch trocken, meistens. Gehen wir an ein Eck und ziehen das mal hoch.
Und schon habt ihr, da seht ihr den Mann. Da habt ihr unten drunter die Schrift. Und da könnt ihr ja noch was draus machen. Ich hoffe, dass man sieht. Hier und hier. Wäre jetzt zum Beispiel in Türkisweiß. Und ich lasse immer ganz gern die Farbe dann drauf, weil die geht beim nächsten, wenn man wieder die Jelly Plate nimmt, dann wieder runter. Und dann machen wir noch so einen Abdruck mit so einem, alles gut, mit so einem Bild aus einem alten Buch. Wieder die Schwarz, wieder so ein bisschen. Meine Prayer. Okay. Immer schön verteilen auf der Jelly Blade. Tun wir es wieder runter. Ah, das wieder überall an den Fingern haben. Schnell weg. Dann kann man sich hier überlegen, bevor man da anfängt, aus welchem Buch man sich irgendwas holt. Ich nehme jetzt einfach hier so eins, das hatte ich mir vorhin rausgenommen, und schon habe ich den Dreck da drauf und lege mir das da an. Dann nehme ich da ein Stück Papier, geht da einmal so drüber, dann habt ihr den schwarzen Rand nicht. Einmal abziehen. Ich habe den schwarzen Rand nämlich hier, aber nicht mehr da außen rum. Dann gehe ich nochmal mit meiner Walze da drüber ganz leicht. Drücke das nochmal an. Und dann schaue ich an einem Eck. Schwuppdiwupp. Und da seht ihr den Abdruck von der Pflanze. Und dann könntet ihr jetzt zum Beispiel, weil ihr habt ja jetzt hier, seht ihr ja genau, wo das ist, eure Stempel herholen. Schwuppdiwupp, schon fällt alles runter. Und dann könnte man jetzt mit meinem Stempelkissen, muss ich mal holen. Ich nehme da ganz gern das für meine Alkoholmarke auch. Holen wir uns irgendeinen von den Stempeln jetzt mal als Beispiel runter. Gehe ich auf das Stempelkissen und stempel mir hier zum Beispiel jetzt außenrum. Ich hoffe, dass man was sieht. Könnt ihr ja machen, wie ihr wollt. Ich mache es jetzt einfach so. Nochmal da unten was hin. Jetzt hier so wieder hoch. Schnell weglegen. Da ist ein bisschen dicker, das bedeutet, müssen wir jetzt kurz trocken machen, weil sonst können wir mit der Farbe nicht drüber. Machen wir kurz. So, schauen wir nochmal. Okay. Und dann nehme ich, weil mit Weiß wird es halt am neutralsten, nehme ich wieder ein bisschen Weiß und dann
würde ich jetzt, weil ich ja vorhin auch das Lemon hergenommen habe, tun wir ein bisschen Grün noch dazu, weil wir ja Pflanzen haben. So. Nehmen wir wieder die Walze und verteilen das so leicht. Dann unten das Weiß. Und wieder das Überschüssige weg. Würde ich noch was. So. Läuft es uns runter, da tun wir schnell mit dem Tuch hin. Muss ja nicht sein. Das Papier noch weg, dass wir nicht rumdreckeln. Legen wir uns wieder ordentlich hin. Die Flasche schnell weg. Lege ich mir mein Eck wieder hin. Dass auch ordentlich wird. So. Drücke ich wieder an, wie gerade gezeigt. Überall habe ich jetzt das Schwarz. Unten überall was haben. Machen wir noch mal kurz warm, wird noch mal laut. Drüber. Nee, langt sich nicht mehr kalt an. So, dann nehmen wir wieder diese eine Seite hier und ziehen das dann von der Seite hoch. Und es war noch nicht ganz trocken, das sieht man jetzt, weil wir noch die Reste haben. Aber im Endeffekt habt ihr jetzt den Druck da drauf. Da könnt ihr euch noch Washi-Tape draus machen. Also, ihr müsst definitiv so lange warten, bis es komplett trocken ist. Aber wenn man halt das Video zeigt, dann ist es immer so eine Sache, will man halt auch möglichst euch nicht ewig da nerven. Nehmt da so ein Paketband, geht da drüber. Drückt es an. Möglichst nicht festkleben am unteren Papier. Dann zieht er das einfach ab. Und dann habt ihr, wenn ihr es umdreht, zum Beispiel euer Washi-Tape. Könnt ihr jetzt mit der Schere abschneiden. Mal schauen, wo ich meine Schere habe. Es kann passieren, das passiert aber nur, wenn da die Farbe noch nicht ganz trocken ist, dann bleibt euch das auf der Chili Plate ein bisschen kleben und deswegen habe ich gesagt, immer gut trocknen. Aber es dauert halt ewig und so lange will ich euch nicht aufhalten. Bedeutet, ich ziehe mir das jetzt, was hier drüber oder zu viel ist, einfach mit dem Klebeband weg. Gehe ich so bitte nochmal hier drüber. Und das könnt ihr dann aufheben und eben auch hernehmen. Schwuppdiwupp. Würde so ausschauen jetzt. Nur, dass ihr es auch seht, weil ich wurde auch gefragt, wie kann ich die Jelly Plate dann reinigen. Also ganz einfach, indem ihr das Paketband nehmt und dann da drüber geht, habt da 0, nix eure Jelly Plate wieder sauber. Da noch drüber.
könnt ihr ein schönes Stempelmotiv nehmen und dann sozusagen euer eigenes Washi-Tape und das dann drüber kleben. Hier das andere Eck noch drauf machen, das auch stimmig ist. Abziehen und dann habt ihr eben, wie gesagt, hier euer Washi-Tape. Lasse ich jetzt kurz drauf, tue ich nachher abschneiden. Also ich hoffe, ihr habt es gesehen. Und wie gesagt, ihr müsst es wirklich trocknen lassen. Ich habe es jetzt zu kurz getrocknet und die anderen habt ihr gesehen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne unten was hinschreiben. Würde ich mich auch freuen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag.